Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Twilight Princess. Letztes Mal waren wir in ja so einer Höhle und ich dachte einfach, man muss da nicht hin. Ich dachte einfach, voll unnötig. Ja, geirrt. Wir gehen da hin. Weil da gibt's, wie nennt man das Ding? Herzteil. Herzteil ist in mir sehr wichtig, wie ihr bereits wisst, deswegen gehen wir da hin. So, und du ziehst gleich deine Uniform da aus. Ich habe nämlich Angst, dass wir gleich abfackeln. Da ist man ja sehr extrem auf Feuerschaden. Muss jetzt wieder reinkommen in die Steuerung. So, dann lass erstmal das darunter. Ich kann sogar mein anderes Schwert nehmen. Was ist das für eine Logik? Gut, dann schauen wir da mal rein. Ja, wir holen jetzt halt heute auch noch die größere Bombentasche, die besseren Pfeile und whatever alles. Ja, wir gehen hier durch auf jeden Fall. Voll mein Ding. Falscher Knopf, ich möchte Items. Oh, so Bomben. Dann zünden wir das mal an. Ich tu mal das weg. So, das hatten wir schon mal. Also es soll hier recht zickzackmäßig durchgehen, deswegen lassen wir uns mal überraschen. Einen roten Rubin, ja, ist 20 Rubine wert. Ah ja, ich habe ja, ich habe kein Geld. Ich habe zu viel Geld. So rum. Zum Glück ist hier auch noch ein Ding. Das sieht nicht so nett aus. Gut, dass ich meine eine Rüstung ausgezogen habe. Das würde mir jetzt bestimmt brennen. Oh. Okay, oder man brennt halt auch so. Da hätten wir jetzt halt ein Schild aus Holz, bitte. Ich wollte es nur mal erwähnen. Was ist da vorne? Au. Ist das so ein Geist, den ich nur als Wolf kriege? Ich glaube schon. Ich muss mal kurz zum Wolf werden. Ja. Ja, Giovannis Dinger. Ja, drei Stück haben wir jetzt schon. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht mein Plan, die ganzen Dinger da zu kriegen. Ja, wieder zum Menschen werden. Oh, das ist nervig, da mal umzuschalten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sehr oft umschalten müssen im nächsten Tempel. Ich weiß nicht, was da. Nein, wir fallen nirgends runter. Das finde ich echt uncool, wenn wir irgendwo runterfallen. Wollte ich nur mal erwähnen. Spinnen. Oh, Herzchen. So. Ich bräuchte mal meinen Bogen. So. Kann ich hier irgendwas anzünden? Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip man hier mal die Bomben legen soll. Kann ich hier greifen? Cool, das kann ich verrutschen. Hat das einen Sinn? Nö. Okay, hätte ja sein können. Kombi mit Bogen, nein, danke. Okay, Sackgasse, und was ist da drin? Ich hoffe mal Bomben. Bomben wären echt cool. Nein, eine rote Rupie. Nee, das wollte ich nicht. Mach das weg. So. Was ich überlegt habe, ist diesen großen Geldbeutel. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich da so viel Lust habe, den zu holen.
Ach ja, schon wieder Gegner. Ach, nur so ein Ding. Oh, Schatzruhe, bitte ist es das Herzteil. Ich hab keinen Bock, da weiter rumzuirren. Weg tun. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Hm? Schön, die haben gerade so getan, als hätte ich da keine Ahnung was gefunden. Ein Herzteil zum Beispiel. Was finde ich? Ein Orangenrubin. Schöne Scheiße. Also wenn ich Geld brauche, gehe ich in diese Höhle, habe ich festgestellt. Merkt euch das bitte. Wenn wir irgendwann mal Geld brauchen, gehen wir in diese Höhle. So, ein roter Rubin. Ja, ich weiß schon. Ne, ja, ich habe keinen Platz. Ja, ich habe keinen Platz. Achso, sagt er in dem Fall gar nicht. Nein, das will ich nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Was ist das am Boden? Ach, das ist so ein Ding, wo ich an den Schwanz muss. Kennen wir schon aus dem Todesberg. So, wir haben sie erlegt. Auch so gefühlt. Danke für nichts hier, oder? Ja, machen wir mal den hier. Also ich habe noch 7 Bomben. Das ist jetzt... Oh, Gegner. Und wieder 20 Rubine, weil wir so lustig sind. Oh, nein. Bomben. Praktisch. So. Ah, da brauchte ich wieder mal. Geh nach oben. Bitte stirb nicht. Geh nach oben. Wie wär's denn nach oben? Okay, danke. Wir brauchen Bogen. Bisschen weiter oben. Dann machen wir gleich wieder Bomben her. Ja, was für eine wunderschöne Map. Ich hoffe, wir finden nochmal Bomben. Oh, Schatzruhe, die hochwertig aussieht. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Wenn ich jetzt da als armer Mensch reingegangen wäre, hätte mir das mehr gebracht. Hallöchen. Hm? Im Moment bringt mir das nämlich gar nichts irgendwie. Ich kann das Ding hier durch die Gegend schieben, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Ah, wieder solche netten Tierchen. Ich will doch nur ein Herzteil. Ich hätte halt gern alle Herzteile. Ich brauche keine Rubinen mehr hinterherrennen. Echt so. Oh, da vorne müssen wir, glaube ich, dann nochmal ein Wolf werden. Fall nicht runter, das wäre echt cool. Oh, mein Bein schläft schon wieder ein, das ist nicht cool. Kann ich da laufen? Midna, ich brauche dich mal ganz kurz. Welche Version zockst du? Die GameCube-Version tatsächlich. Ich möchte mal wieder Mensch werden. Dass ich hier meine Dinger anzünden kann. Ah, schön, da ist schon wieder Stein.
Ah, schön, da freut man sich doch. Ah, Bomben 10, okay, finde ich super. Deswegen ist mein Bombenvorrat wieder voll. Ah, die habe ich nicht mal. Ich schon, tatsächlich. Aber das ist jetzt halt eh Emulator. Das ist das Dolphin. Ja. Alter, müsste es jetzt sein, weil das Herz ist bestimmt ganz oben, oder? Das, ganz ehrlich, wenn ich ein Herz habe, wo verstecken würde, dann genau da. GameCube und Wii sind so teuer. Ich koste fast nichts. Ja, weil ich glaube, Wii wurde auch öfter hergestellt irgendwie dann. Ich weiß das nur von meinen Eltern, weil die sich halt Weihnachten 2006 haben die halt sich damals die GameCube-Version geholt, weil sie dachten, also die Wii-Version nicht mehr zu finden war, also die gab es halt nicht mehr. Und ich schätze mal, es wurde dann halt voll viel produziert. Oh, zwei von diesen netten Tierchen. Okay, den einen haben wir schon mal. Komm, spuck eine Runde Feuer. See you. Oh, Schleimchen. B-Version habe ich aber auch da. Ah, cool. Meine Schleuder, die ich seit, glaube ich, den ersten 5 Folgen nicht mehr verwendet habe. Immer mal wieder was. Geil. Hab die Wii-Fassung mal für den 5er mitgenommen. Das war schon mal auf jeden Fall nicht. Jedes Nintendo-Spiel, was teilweise halt gut ist, vor allem das Zelda-Spiel, ist ein 5er extrem günstig. Ich hoffe, da ist jetzt mein Herzteil drin, sonst werde ich hier noch wahnsinnig. Die brauchen gar nicht so ein Geräusch springen. Ich freue mich ja voll über 100 Rubine, die ich nicht mitnehmen kann. Ist super gewonnen, super. So, dann kommen wir zurück drauf. Ah, GameCube ist allgemein teuer, mir fehlt dann noch Kirby-Spiel. Kirby habe ich, glaube ich, auch nicht für Game Boy. Ich habe relativ wenig tatsächlich für Game Boy. Ah, da vorne ist nochmal so ein. Super. Bin ich jetzt ganz am Anfang von der Höhle? Ja, ich hasse euch. Oh, nette Spielentwickler. Das habt ihr super gemacht. Das haben die extra so gemacht. Jetzt gehe ich mal den anderen Weg da einfach, aber ich denke mal, dass da unten tatsächlich das sein könnte. Ich will doch nur ein Herzteilchen. Okay, da ist schon mal nichts drin. Bomben! Danke! Nein! Oh, danke für den Follow! Du gehörst jetzt auch zu den coolsten Menschen hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Bin ich echt instinktiv gleich den richtigen Weg gegangen. Ich bin stolz auf mich. Weil ich ja ein sehr verpeilter Mensch bin, wie ihr alle wisst. Und ich bin einfach den richtigen Weg gelaufen, ohne es zu wissen. Geil. Bin ich auch cool. Natürlich bist du cool. Schreiben doch. Ach, unsere Freunde hier sind auch wieder da. Ich freue mich. Ach ja. Freue mich richtig. Ich sollte aufhören, da irgendwie mit A drauf zu gehen. Es hat die letzten 5 Mal nicht funktioniert, dann funktioniert es beim 6. Mal wahrscheinlich auch nicht. Du kriegst auch mal hier eine Bombe. Dann können wir wenigstens den Weg vervollständigen. Wenn ich da raus will, fahre ich einfach irgendwo runter. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Ich finde es aber krass, wie ich einfach immer den richtigen Weg genommen habe, ohne es zu wissen. 10 Pfeile, nice.
Geh hoch, geh hoch. Ich habe nicht gesehen, dass das Ding ist. Und da vorne ist das Ding mit den Augen noch. Oh. Ich jetzt ernsthaft nochmal schnell auf der wechseln, nur deswegen. So. Ja, das sind die Rubine drin. Schön, was man noch dafür Gegner hat. Da freut man sich doch richtig. Will dann einen Schwanz mehr. Was ist das für ein Licht? Wetten, wenn ich da reingehe, komme ich einfach raus. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ja, müssen wir nochmal gehen. Wir schreiben über die gute alte Zeit, die wir beide erlebt haben. Ja, finde ich gut. Okay, aber wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir, glaube ich, den ganzen Weg nochmal laufen dürfen. Ich liebe das Spiel und ich liebe meine Dummheit. Bis zum nächsten Mal. Bye.